Moin Moin und herzlich willkommen zurück einer Folge von Roach Legacy. Und wir nehmen den Barbaren. Nehmen wir den Barbarenkönig? Ja. Oder? Ja. Wir nehmen den Barbarenkönig. Und wir lassen trotzdem mal die ganzen Goldsachen an, die wir haben. Die haben ja jetzt genug Leben. Mal gucken, wie viel wir jetzt kriegen. Mit dem Doppelsprung nervt mich ein bisschen, dass ich den nicht habe. Und zing! Trotzdem 35. Okay, vielleicht überleben wir das ja doch noch. Irgendwie. Ich meine, jetzt fliegen die auch alle rum. Guck mal, tschung, tschung, ui, ja, oh nein, voll da rein. Tschung, hoch mit dir. Ja, ich muss da hinterher, mein ganzes Gold. Ah, ich komme. Oh, Scheiße. Wo ist mein ganzes Leben hin? Was zum Kuckuck ist das für ein Raum? Boah, da fliegt schon wieder alles rum, ne? Ja, wie soll man das denn schaffen, Junge? Kommt mal klar auf euer Level. Junge, Leute! Leute! Das ist unmöglich! Wir müssen die runterstufen. Ich nehme jetzt den Hokagen. Wir nehmen nicht komplett das ganze Gold. Also wir nehmen die Goldwaffen. Wir nehmen die Goldsachen. Die Goldsachen nehmen wir. Aber wir nehmen nicht komplett. Wir müssen ein bisschen runter gehen. Um 2. Vielleicht reicht das ja. 2600 haben wir. Was kriegen wir für 2,6? Wir wollen ja nicht immer das ganze Gold verschwenden. Ne? Eben habe ich auch schon wieder so viel Gold abgegeben. Ja, 2,6. Vielleicht ist das auch besser. Warte mal. Nee. Ich wollte schon sagen, vielleicht ist das auch besser. Lieber zwei Rüstungen, zwei gute Rüstungen zu nehmen, statt auf 20% Leben zu verzichten. Allerdings ist es besser, wenn die runtergestuft sind. Wir kriegen ja immer noch 33. Oh, schade. Und ich glaube, so ist okay. Und jetzt kriegen wir ja auch, ich meine, wir sind auch so stark genug, jetzt kriegen wir ja auch, sag schon, ich meine, mit dem Hokagen sind wir stark genug, ne? Mit unseren Goldsachen natürlich nicht. Aber siehst du selber. Hier. So, weg. Vielleicht sollten wir aber auf ein Blutschwert gehen, dass wir uns wenigstens noch etwas hochheilen, wenn wir getroffen werden. Das könnte man vielleicht noch machen. Sind zwar stark, aber trotzdem nicht unbesiegbar, ne? Oh. Oh. Das schießt auch einfach viel zu schnell. Ich darf auch nicht so hoch springen. Ey, schon tot. Willst du das erzählen? So kriegen wir ja auch kein Gold zusammen. Nee, wir verzichten auf diese, ja, Erzmagier, ja. Ja. Neue Kinder. Okagen, tollpatschig, ist egal. Du kennst keine Schmerzen. Power ist noch ein bisschen doof. Ach, hier. Es ist so dunkel, verbrichst viele Dinger. Ja, nehmen wir Jenny. Jenny, die viele.
Und dann verzichten wir auf die ganze Goldkacke. Ein Versuch war es wert. Ein Versuch war es ja wert. Auf was gehen wir denn? Rüstung. Wir müssen mehr aushalten. So, was war denn unser Schwert? Wie ist das noch? Wahrscheinlich das hier, oder? Und dann wahrscheinlich das. Und dann wahrscheinlich das. Und dann wahrscheinlich das da. Gehe ich mal von aus. Ich glaube, das war unser Drachenschienen. Jo, könnte sein, ne? Und hier hatten wir Rüstung einfach nur. Kriegen wir hier irgendwas für 1700 noch? Nö, ne? 800 höchstens. 2215. Ja, holen wir das für 1,5. Und die Dinger müssen wir auch unbedingt. Also das bleibt unten, unten. Ein Doppelsprung. Kiel. Drei Level runter? Nee, ne? Drei ist vielleicht... was nehmen wir denn stattdessen? Ach ja, hier, das hier. Oh. Gehen die Dinger noch kaputt. Oh ja. Sahen wir so aus? Oh, ich weiß das einfach nicht mehr. Weiß das nicht. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Aber jetzt ist es ein bisschen dunkler. Ja, jetzt können wir nur noch 25 Gold, aber dann ist das halt so. Müssen wir eine Runde mehr spielen. Oh, stimmt, ich kann ja jetzt einfach durchlaufen. Boah, das war Move. Bin da durchgezickzackt. Also hier geht's doch eigentlich schon wieder runter. Warte mal. Mal eben Stress machen. Na komm, komm. Und du auch. Und weg mit euch. Das war's? Ein Raum für nichts? Na egal. Oh Mann. Dreh dich doch um. Ich hab schon wieder nur Probleme. Warum? Ich sag das so nichts. Der wird nie was drin sein. Nie. Ich würde zu gerne einfach mal abspeichern. Einfach mal abspeichern. Und dann die Kisten öffnen. Der hatte Spaß. Ich komme mir irgendwie trotzdem gar nicht stärker vor, obwohl wir schon den Hokagen haben. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, wir sehen anders aus. Puh. Oder? Stimmt ja. Stimmt ja, ich mache ja alles kaputt. Ja, da ist sowas dann natürlich auch nicht gut, ne? So, hallo. Oh, warte, warte. Nein. Boah. Ah, schade. Hätte er klappen können. Wo bin ich? Hilfe! Das Bild ist falsch, habe ich genau gesehen. Und weg mit dir. Oh, Junge. Oh. Ich komme auch hier nur schon wieder ins Schwitzen. Hey, du lebst noch? Warum ein bisschen mehr Stärke?
Damit der Hokage hier so durchrennen kann am besten. Zwei Schläge ist ein Schwert. Zwei Schläge ist ein Schwert zu viel. Da ist das ja noch okay. Okay. Ja, nur noch beim Boss oder halt auch unten lang. Warum bin ich den Weg gegangen? Warum mache ich die Dinger immer noch per Hand kaputt? Heia! Egal. Okay. Das Problem ist, dass ich weiß, dass wir die Bosse hier nicht schaffen werden. Deswegen brauchen wir den auch erst gar nicht versuchen. Also ich kann da gar nicht drauf stehen. Richtigen Moment zu hauen. Dann packt er. Geh auch weg. Geh auch weg. Mit jedem Gegner heilen wir uns. Kiste, komm her. Okay, gut. Oh, es war ja klar, der letzte hat natürlich nicht funktioniert, ne? Oh Gott. Nicht überlebt. Och Mann. Ist das immer noch alles so schwer? Zauberkrieger, Zauberkriegerin. Verstärkte Zauber, aber den dann? Neue Kenner. Hier hätten wir wieder einen Hokagen, eine Ark, Zauberkrieger. Nehmen wir wieder den Hokagen, komm. Hokagen, Hokagen. Für 800 kann ich sogar noch was kaufen. Umhang, glaube ich, war das. Also statt das dann noch mal eine Stufe runter. Ja. Hat ja nichts. Hui! Wir brauchen Money, Money, Money. Also es ist ja nicht alles umsonst, weil wir machen ja ein bisschen Profit. Mit jedem Level, was wir machen. Guck mal, jetzt stellen die auch mit Einschlaf. Er auch, ne? Jawohl, so muss er sein. Jawohl, jetzt geht's ab. Ja. Ich sagte, jetzt geht's ab. Oh ja. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Warum habe ich denn schon wieder das Pech? Einfach nicht treffen lassen. Dann verliere ich auch kein Gold. Normalerweise einfach beim Hokagen, sich jetzt nicht treffen zu lassen. Ich bin ein bisschen schnell unterwegs. Ich hoffe, das geht nicht auf die Augen für euch. Wo will ich überhaupt hin?
Besser als das hier, oder? Besser als das, ne? Aber selbst den habe ich einfach mit zwei Pieps weggemacht. Okay, der ist nicht böse. Geil. Okay, gehen wir hier. Oh nein. Okay, alle. Oh nein. Und bitte alles. Ich muss mal drauf achten. Wir haben jetzt 8, 7, 18. Wenn ich getroffen werde, ob ich alles wieder kriege. Wee. 9, 6. Kann ich mal. Oh. Normalerweise müssen wir ja alles wieder kriegen. Normalerweise müsste ich das einfach mal provokant testen. Hier zum Beispiel, also. 12, also 1, 2, 2, 9, 3. Ja. Jede einzelne Münze kriegen wir wieder. Okay. Ui, nein. Okay, die kriegen wir nicht wieder, weil die liegen hier ganz links irgendwo. Die sind aus dem Bild geflogen. Scheiße. Cheat. Das ist dann... Das ist dann natürlich Cheat. Woran ist der jetzt gestorben? Ich habe doch gar keine Reflexion an. Komisch. Oh. Der auch. Hat das was mit meinem Flug zu tun? Macht er vielleicht Schaden? Der ist mal oben lang. Ist der heilen? Noch mehr Gold. Noch mehr Gold. Warte mal, er ist hier oben. Oh, Alter, das Gold, das fliegt aber auch rum. Gut. Ah nein, mein Gold. Hilfe. Mein Auge juckt gerade und dann musste ich so. Okay, dann nicht. So, dann haben wir das auch. Oh, das können wir sogar nehmen. So. Dann gehen wir kurz nach links. Oh, hier rum. Hoppel, hopp, hopp. So, dann machen wir natürlich hier erstmal komplett fertig. Eine Münze. Egal. Manchmal lässt sich das nicht verhindern. Aber manchmal sieht das auch einfach cool aus, wie das hier alles explodiert. Und das ganze Gold hier einfach rumliegt. Das ist keine Jange. So, jetzt kurz auf die andere Seite. Hi, hi. So. Ja, das Schloss ist doch ein bisschen größer als wieder. Okay, hier geht es jetzt nach unten. Haben wir das soweit gleich eigentlich alles fertig? Ja.
schaffen. So, hier nochmal im Kicken. Nochmal im Kicken. Können ja auch gerne die Kiste hier noch einsammeln. Das ist nicht so schlimm, weil mein Geld hier rumfliegt. Sammeln wir ja wieder ein. Oh Gott. Ich würde jetzt am liebsten hier weitermachen, aber ich lasse es mal sein. So. Weil wir haben hier noch genug zu tun und dann wollen wir auch erstmal in den Wald gehen. Oh, hast du das gesehen? Da habe ich ihn gehauen. Situation gerettet. Nein, jetzt bin ich mal gerettet. Scheiße. Und das ist so ein Raum, wo ich mein ganzes Gold dann richtig bitter verliere. Scheiße, das ist jetzt alles weg. Das da oben nicht. Egal. Einmal. Einmal ist keinmal, sag ich immer. Hier ist gut was los. Oh no. Wenn das Gold mich noch heilen würde, ne? Oh no. Dann wäre das lustig. Aber wir sind ja hier. Oh Mann. Wir sind ja hier nicht bei anderen Mann. Ich glaube, ich verliere auch mittlerweile mehr Gold als normalerweise. War das nicht sonst immer 750? Das waren jetzt 1250, glaube ich. Einmal hier wieder rüber, das ist exakt der gleiche Raum. Wie nebenan. Beide gleichen. Okay, hier ist Wald. Ich meine, ich wäre ja sowieso hierher. War nicht der eigentliche Eingang, aber ist ja Schnuppe. Oh Mann. Das war ein bisschen fragwürdig. Wo kommt der denn? So, was haben wir? Also nach links irgendwann kommt die auf jeden Fall Sackgasse, deswegen gehen wir erstmal hier. Danke. Du auch? Ich würde auch gerne mal auf komplett Schadenreflexion gehen. Dass wenn die mich hauen, die sich ganz schön selber hauen. Dann müsste ja auch rein theoretisch alles kaputt gehen. Ich würde so vieles gerne machen. Nein! Scheiße, er hat mich rausgestupft und dadurch ist mein Geld flöten gegangen. Scheiße. Jetzt haben wir auf jeden Fall 1000 Gold verloren. Wenn ich rausgeschubst worden bin. Oh. Benutze sonst keine Mana, dann benutze ich das dafür halt. So. Ich muss da durch. Muss da durch. Schade. Achso, ich hätte noch. Ach, ich hab kann immer noch. Jetzt sag das doch. Oh Junge, wie viel Gold liegt jetzt hier bitte? War das viel? Ich muss sie nur erreichen, nicht öffnen. Da steht ja auch, erreiche mich rechtzeitig, nicht öffne mich rechtzeitig. Ich war so in Panik. Ich habe gedacht, nee, ich habe eh nicht mehr. Doch noch geschafft. Ah, oh, ist ja klar. Ja, ich räume die mal weg. Oh, wie das so schön hochfliegt. Ich mach bestimmt, aber irgendwo mache ich bestimmt Minus. Hui. Du schon wieder.
8800 für die goldene. Wie kann man die abnerven oder so? Es ist nie die Mitte. Soll ich mal eine andere nehmen irgendwann? Oh, oh Mann. Egal, die töten will ich sie trotzdem. Warte. Erstmal mein Gold einsammeln. Ich habe nichts in meinem Leben, nämlich. Schade. Hätte ich gerne geholt. Oha, oha, oha. Warte mal, ich mach mal so. Müssen auf Nummer sicher gehen. Ich sehe mich schon tot. Ich sehe mich schon tot. Warte, will ich da überhaupt hin? Ja. War easy. Eine Münze habe ich jetzt verloren. Egal. Hab sie wieder. Ich habe nichts mehr am Leben. Nein. Ich hasse das, wenn das passiert. Wenn das immer hier so direkt am Eingang passiert. Oh Gott, da ist ja noch jemand. So. Weg. Und dann habe ich auch noch die 8800 Münzen verballert. An dem einen. Hat er überlebt mit 5 Leben oder so, wa? Genau. Ich glaube, ich sollte vielleicht erstmal hier nach rechts gehen. Da oben sind so... schön. Oh, ich weiß nicht, ob das schön ist. Ich meine, die Folge ist so gut wie Ende. Normalerweise müsste ich da rein, dass, falls ich sterbe, die Folge zu Ende ist. Aber ich kann mich auch ruhig noch ein bisschen hochheilen. Das war der Geist, ne? Aber mit dem Segen zum Boss, wenn ich getroffen werde, fliegt mein ganzes Geld rum. Mann. Ich brauche einen neuen Segen. Und wir haben auch gerade so schön viel Gold. Ich will das ganze Gold nicht beim Boss verlieren. Getroffen werden. Oh Mann. Wir haben aber auf jeden Fall haben wir einen guten Schadensreflexionsding durch unseren Flug. Glaub, nämlich der eine ist gerade so eiskalt gestorben, ohne dass ich ihn getötet habe. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Zum Glück despawnt doch. Ich glaube Gold. Was mit denen denn? Ich glaube Gold despawnt irgendwann, ne? Deswegen einfach nicht
nicht ausnutzen, sondern falsches Wort. Nicht provozieren. Dass das Gold eventuell verschwindet. So. Können wir auch bitte noch einen anderen Flug kriegen? Also einen Segen. Kein Flug. Noch einen anderen Flug möchte ich nicht. Einen Segen. Miau. Miau. Oh Mann. Oh nein. Da war noch eine Flamme, war noch von ihm. Noch auf dem Weg. Naja, viel Schaden macht das doch nicht. Habe ich gerade gesehen. So viel leider jetzt auch nicht abgekriegt. Von hinten. Wir müssen. Ich kann nicht zum Boss. Ich kann nicht zum Boss mit so einem Fluch. Ich kann da nicht hin. Wir müssen zum Turm und uns da noch weiter durchschlagen. Nee. Und würde schon gar nicht mit so wenig Leben. Mit 87 Leben, wie soll ich das denn schaffen? Alles wegmachen. Gibt's. Nein. Also wenn wir sterben, dann sterbe ich auf jeden Fall mit minus 1200 Leben. Leben glaube ich schon. 1200 Gold. Weil ich kann ja das letzte Stück nicht einsammeln. Am besten ist das aber, wenn wir nicht doppelt getroffen werden. Aber wenn ich sterbe, dann direkt mit einem Schlag. Ja, wow, da flog ich aber. da bin ich aber reingehüpft. Dong, 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 dong. Oh no. So. Auf die Dinger warte ich jetzt nicht. So. Da kam er aber und wollte mir ein Zettel verpassen. Die Folge ist bestimmt auch richtig anstrengend, oder? Mit zu verfolgen, weil ich ja so auf ADHS bin. Nein! Nein, jetzt bin ich da reingelaufen. Scheiße. Schade. Ja gut. Aber war eine gute Runde. Also sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, du schaltest wieder ein. Bis dahin. Tschüss!